Stress, Angst und Sorgen nehmen zu und es schnürt einem förmlich die Kehle zu. Der Kampf-Flucht-Reflex löst eine Vielzahl von Reaktionen aus. Der Puls steigt, der Atem beschleunigt sich, auch die Muskeln am Oberkörper verkrampfen sich und das beeinflusst die Atmung zusätzlich. Dieses Erleben sorgt dafür, dass Angst und diese Art von Atmung miteinander verknüpft werden. Ein Teufelskreis. Kennen wir die Zusammenhänge von Angst und Atmung sowie entsprechende Einflussmöglichkeiten, dann können wir dem entkommen. Darum geht es in diesem Beitrag. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Die Atmung ist ein wesentliches Element für die Selbsthilfe bei Ängsten. Klar, das mag jetzt trivial klingen, schließlich atmen wir instinktiv rund um die Uhr, schon um am Leben zu bleiben. Allerdings nehmen wir uns selten die Zeit für unsere Atmung, um sie wahrzunehmen, um zu verstehen, welche immense Bedeutung sie auf unser emotionales und körperliches Wohlbefinden hat. Zusammenhänge. Im Alltag achten wenige Menschen auf die vielfältigen Beziehungen zwischen Gedanken, Gefühlen, Verhalten und Physiologie, also Körper und Geist. Diese Bereiche beeinflussen sich gegenseitig, wobei, wenn die Angst zunimmt, dann kann es auf den ersten Blick schon schwierig erscheinen, Einfluss auf die körperlichen Reaktionen zu nehmen. In solchen Momenten haben die meisten Betroffenen eher das Gefühl, keine Kontrolle mehr zu haben, sobald das Herz zu rasen beginnt, sie zu schwitzen anfangen, die Muskeln sich anspannen oder ihr Blutdruck fühlbar steigt. Als Teil des Angstreflexes verändert sich die Atmung. Die Atmung wird flacher, sie wird schneller. Und bei einer erhöhten Aufnahme von Sauerstoff stellen sich oft Schwindel und Herzklopfen ein. Die körperlichen Empfindungen werden dann als bedrohlich wahrgenommen. So etwas macht Angst zusätzlich. Weil anders als bei körperlicher Anstrengung der Sauerstoffüberschuss nicht vollkommen abgebaut wird, verändert sich das Verhältnis von Säuren und Basen im Blut. Schwindelgefühl, Herzklopfen, weiche Knie und zusätzliche Angst sind die Folgen. Naja, Mediziner können das sicherlich genauer erklären. Grundsätzliches. Häufig liegt viel zu viel Aufmerksamkeit auf dem Einatmen, was unter anderem zu Beklemmungsgefühlen führen kann. Außerdem wird häufig in den Brustraum anstatt in den Bauch geatmet, wodurch die Anspannung noch verstärkt wird. Eine tiefe Bauchatmung ist viel natürlicher und entspannender. Atemtechniken. Gut zu wissen, wir können Einfluss nehmen. Der Zusammenhang von Atmung und Angst besteht in beide Richtungen. Die Atmung kann ein sehr mächtiges Werkzeug sein. Verlangsamen wir die Atmung, dann verändern wir die Menge an Sauerstoff, die zu den Muskeln gelangt. Das hilft auch dabei, Körperreaktionen zu beruhigen. Die positiven Folgen sind Abnahme der Herzfrequenz, verminderte Muskelspannung und weniger Schwitzen. Diese Veränderungen wiederum reduzieren die Angst, fördern angenehmere Gedanken und das Angstniveau nimmt ab. Therapeuten können entsprechende Techniken zeigen und, ganz besonders wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse anpassen. Werden diese Techniken verinnerlicht, dann stehen sie auch in Stresssituationen zur Verfügung, beziehungsweise es kommt überhaupt nicht erst dazu. Viele Menschen holen Atemtechniken erst dann aus dem Werkzeugkasten, wenn die Angst schon einen deutlichen Grad erreicht hat. Als Gewohnheiten sind Atemtechniken deutlich wirksamer. Besteht Interesse daran, beschreibe ich hier auch gerne einige Atemtechniken. Überhaupt freue ich mich auf respektvolle Kommentare, Erfahrung und Austausch. Es tut allen Beteiligten gut, wenn Menschen sich gegenseitig Mut machen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns
und jene auf, die uns am Herzen liegt.